Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Borderlands. Wir spielen das DLC Blutgeld und wir machen die nächste Mission. Und zwar führt uns die hierhin, Aschfallgipfel. Wir müssen den ganzen Weg hier durchlaufen, beziehungsweise bis hierhin. Die Legende des Max Maga machen wir heute. Und los geht's. Hier nach oben geht's auch noch. Howdy, ich bin Ezra, der Gerber. Ich habe eine Aufgabe für einen Schützen von deinem Kaliber. Die Viecher strafen die Leute hier schlimmer als die Sträflinge im Zuchthaus. Wenn du auf eine Leiche stößt, sage ich dir, wo du das Biest findest, das sie getötet hat. Du tötest es, ich häute es und bezahle dich. Du wirst reicher, die Stadt wird sicherer und ich kriege mehr Ware. Alle gewinnen. Schon wieder eine Leiche. Und ich würde wetten, dass es das Werk des Abadox ist. Er ist ein Monster, das die Kompanie durch Waffentests nahe den Lebensräumen der Teufel erschaffen hat. Und er ist riesengroß. Da gibt es viel Haut zu verarbeiten. Schnapp ihn dir. Was die Leute sagen, um ein Monster zu töten, musst du selbst ein Monster schicken. Tja, ich komm vorbei und hol mir die Haut. Okay, das haben wir geschafft. Weiter geht's. Und hier rüber. Wäre gut, wenn du das Tagebuch von Sato in deiner Nähe auflesen würdest. Zerstört. Wir haben die Jetbestien an der Schlucht gelassen und sind durch den Fluss gewartet, der von einer heißen Quelle gespeist wird. Auf halbem Weg habe ich geahnt, dass es eine Falle ist. Ich habe Ruth Canara und Rico Alston zugeflüstert, dass sie baden gehen sollen. Und richtig, es fielen Schüsse, aber die Bastarde haben nicht getroffen. Der Teufelsreiterkodex schreibt keinen fairen Kampf vor. Das steht fest. Wunderbar, das haben wir. Und jetzt zur Mission. Max Maga. Der Name weckte das Interesse des Kammerjägers. Das Abenteuer rief. Was ist dein Max Maga? Ich muss es wissen. Da war er, Max Maga. Leibhaftig. Hallo, Max Maga. Guten Abend. Cowboy ist nur ein anderes Wort für Pferdemensch. Man nennt mich Max Maga, den weisesten Cowboy im ganzen Land. Üblicherweise verbergen Menschen ihre Weisheit in Keksen. Ich möchte diese Cowboy-Weisheit hören. Wenn du Weisheit suchst, musst du als erstes wissen, dass du nichts weißt. Und dann musst du vergessen, was du nicht weißt. Knirps. Ich verstehe. Ich war nicht immer Max Maga, der weiseste Cowboy im ganzen Land. Auf der Suche nach Wissen habe ich den Gipfel des Marabushi erklommen. Als ich wieder unten angekommen war, hatte ich gefunden, was ich gesucht habe. Jetzt du, Knirps. Was sagst du? Nein, danke. Ah, du versperrst dich dem Ruf. Ich verstehe. Wie ist es jetzt? Ich entscheide mich für... ja. Dann möge deine Reise beginnen. Was kommt da auf uns zu? Und so trat der Kammerjäger über die Schwelle, wild entschlossen, den Marabushi zu besteigen. Bin ich ja gar nicht. Irgendwie dachte der Kammerjäger an einen Wal. Wale sind so majestätisch.
aber mit einem toten Wal könnte ich meine Bestie wahrscheinlich einen ganzen Monat durchfüttern. Der Kammerjäger wusste, dass der Berg einen Preis für seine Cowboy-Weisheit einfordern würde. Und so tat der Kammerjäger, was er immer tat, sich an der örtlichen Fauna abreagieren. Ja, warten wir. Sieht gut aus. Hier geht's hoch. Okay. Weiter. Munition nehmen wir mit. Ja, da unten ist noch was. Da liegt noch was herum. Badass, dachte einmal sich der Kammerjäger. Zweimal. Geh aus dem Weg, mein Kind. Der Kammerjäger fragte sich, würde man zu einem größeren Badass, wenn man mit jedem Badass-Herz, das der Badass-Kammerjäger sammelte, wurde er zu einem größeren Badass. Badass, ja, 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 unbedingt. Jetzt funktioniert's, weiter geht's. Nebel stieg auf, düster wie der Untergang. Okay. Speichern. Ist in Ordnung. Was haben wir hier alles? Hier geht's hoch. Und hier geht's rüber. Neben dem Weg stand eine Statue von atemberaubender Schönheit. Ihr majestätisches Antlitz war gottgleich und ihre Stimme war wie Harfenklang. Du bist weit gereist, bist aber noch nicht am Ziel. Ich habe ein Geschenk für dich, das dir helfen wird. Was bist du für eine Bestie? Vergiss es, dafür habe ich keine Zeit. Aber das Geschenk nehme ich. Für dich auf deiner Heldenreise. Nutze es weise. Oder auch nicht. Ehrlich gesagt, ist das deine Entscheidung. Okay. Die Kiste ist mein Geschenk. Dein Schicksal erwartet dich. Ja, ja. Wir schon sehen. Ich bin fast auf dem Gipfel. Jetzt erfahre ich die Wahrheit über diese Cowboy-Weisheit. Hier ein Toter. 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Nachladen. Es gab einen Wetterwechsel zum Schlimmeren. Eins, nicht über. Sehr schön. Tolle Sache hier. Hier mal hoch. Der Gipfel des Maraboshi. Hier würde der Kammerjäger wahre Cowboy-Weisheit finden. Der Kammerjäger breitete die Herzen der erschlagenen Badasses als Gabe aus. Okay, machen wir. Machen wir, machen wir. Hier rein. Und hier noch einen. Und hier noch einen. Der Vater der Adler, Hüter der wahren Cowboy-Weisheit, trat aus seiner Thronhöhle. Nette Thronhöhle. Der Vater der Adler war mit der blutigen Opfergabe zufrieden, aber verlangte vom Kammerjäger sein eigenes Herz und all seine dunklen Geheimnisse darzubringen. Dort, auf dem Dach der Welt, büßte der Kammerjäger für seine Sünden. Ich gucke mir stundenlang Froschbilder im Echonet an. Der Vater der Adler blickte tief in die Herzhöhle des Kammerjägers und sah tiefste Dunkelheit. Er griff an. Verflucht seist du, verräterischer Vogel! Ja, ab in den Kampf! Nun war der Vater der Adler tot. Seine prächtige Gabe sank zu Boden. Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Das ist die Gabe. Nach dieser Herausforderung war es an der Zeit, zu Max Mugger, dem weisesten Cowboy im ganzen Land, zurückzukehren. Kurz regte sich Widerwillen, doch es musste sein. Es musste sein. Dann tun wir das. Sesam, öffne dich. Mit Volldampf zur Weisheit. Es war magisch. Aber wie heilt man seinen wundgerutschten Hintern?
Der Kammerjäger hoffte, dass Max Smugger die Antwort auf diese und andere Fragen kennt. Kiste nehmen wir mit. Eine goldene. Uiuiuiuiui, was haben wir denn hier? Du bist ja ein Ding. Ja, macht Lärm. Nehmen wir mit. Zurück von der heldenhaften Prüfung. Komm her. Also, was hast du gefunden? Oder sollte ich fragen, was hat dich gefunden? Ich habe eine noch größere Abscheu gegenüber Vögeln. Du hast also wahre Cowboy-Weisheit gefunden und deine Reise ist zu Ende. Nun bist du Max Smugger, der weiseste Cowboy im ganzen Land. Zeit für mich, den Abflug zu machen. Wenn ich $1 für jeden Menschen bekommen würde, der mich auf eine seltsame Reise schickt und dann verschwindet, hätte ich jetzt $1. Mission abgeschlossen. Wunderbar. Das war's für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.